Freunde der Wasserfreude, herzlich willkommen zur kleinsten Kreuzfahrt. Und die legendäre Zeit der Butterfahrten ist wahrhaftig zurückgekehrt mit der Altonaer Butterfahrt. Und wir dürfen euch jetzt also herzlich grüßen. Es schwankt, es ist typisches Wetter für eine Hafenfahrt. Also willkommen an Bord. Fernab der Zollgrenzen shoppen. Seit 15 Jahren ist das verboten. Aber so tun, als ob und schwärmen, das ist während der Altonale möglich. Ist eigentlich ein Helgoländer Luxus, kann man sagen, im Hamburger Hafen. Aber ist auch so, dass man an Land damit klarkommt. Also Sie können ganz legal die Zigaretten rauchen und auch den Kirsberry trinken und so. Also ist eine kleine Belle Epoque der alten Zeit, dieser legendären Geselligkeit. Ne? Die Butterfahrtsidee ist beim Bier entstanden, im Altonale Büro. Wir hatten eine spontane Idee, das zu machen. Und dann haben wir uns mit den Clubkindern zusammengetan und haben gedacht, so, wir machen einfach mal den ersten zollfreien Einkauf in ganz Hamburg. Und dann kommt es auch dazu, dass eigentlich jeder mitmachen kann, von jung bis alt. Für alle wird das geboten. Und dann die guten Bands, die wir dazu geholt haben. Butterfahrt kenne ich noch als geborener Cuxhavener. Eine richtige Butterfahrt außerhalb der Drei-Meilen-Zone. Aber das hier ist natürlich super klasse, mal die Idee grundsätzlich. Und macht halt Mörder Spaß. Tikus Orchester sorgt für gute Stimmung an Bord. Organisiert haben es die Clubkinder, ein gemeinnütziger Verein, der unter anderem Musikkultur in Hamburg fördert. Wir als Clubkinder haben Newcomer-Förderung, das Klanglabor. Das sind junge Bands, die wir unterstützen beim Einstieg in die Musikbranche und davon spielen zum Beispiel auch zwei bzw. eine Band heute auf diesem Schiff. 90 Minuten zum ehemaligen Freihafen und zurück. Als zweite Band am Abend sorgt Deine Cousine für Wellengang. Das Konzept der Altonale und den Clubkindern scheint aufzugehen. Wenn der Regen nicht wäre. Aber hey, einen echten Hamburger stört sowas eh nicht. Es hat mir echt großen Spaß gemacht. Die Musik war eigentlich super. Der Moderator ist klasse und das Publikum ist super. Also besser geht's gar nicht. Man konnte ganz begeistert mitgehen und trotz dieses schlechten Wetters super. Also da geht einem das Herz auf. Der Zoll hat uns heute sehr überrascht, weil der nämlich dachte, wir machen wirklich eine Butterfahrt, in der ja zollfreie Waren verkauft werden. Und hat sich das Schiff ein bisschen genauer angeguckt. Das Witzige dabei ist, dass keiner ihm geglaubt hat, dass er vom Zoll ist, weil alle dachten, es gehört irgendwie zur Show. Aber sonst sind wir hier mit allen eigentlich ganz gut unterwegs und bisher gab es keine Probleme. Wenn jetzt die Sonne scheinen würde, würden wir denken, wir sind in der Toskana. Toskana am Hafen. Die Butterfahrt der Altonale regt zum Träumen an. Bleibt nur zu hoffen, dass auch nächstes Jahr wieder auf der Elbe geschunkelt wird.